Die Abkürzung ÖGD steht für Ösophago-Gastroduodenoskopie. Das heißt, man spiegelt unter Sicht in die Speiseröhre hinein, in den Magen und in den Zwölffingerdarm. Man kann dadurch die Beschaffenheit der Schleimhaut mit bloßem Auge, also makroskopisch, beurteilen. Man kann aber auch Biopsien nehmen und diese Biopsien histologisch untersuchen lassen, weil auch dem bloßen Auge Veränderungen der Schleimhaut entgehen können.